Vielen Dank, Professor Knut Wenzel. Ich wollte zweierlei Dinge über Benazir Bhutto zuerst sagen. Also für uns gehört Benazir Bhutto zum Pantheon der afrikanischen Theologie. Warum? Weil er zu denen gehört, die das afrikanische Selbstbewusstsein, also kulturell gesehen, mit dem christlichen Glauben in Verbindung gebracht hat. Und zwar anhand des Begriffs des Urahnen, Proto-Ancestor. Jesus Christus ist unser Urahn. Für diejenigen, die mit afrikanischer Kultur bzw. Ethnologie vertraut sind, spielen die Vorfahren eine wichtige Rolle in unserer Selbstwahrnehmung und in der Weltsicht überhaupt, die wir haben. Und das war wirklich eine große Herausforderung, sowas wie dieser Glaube, dieses Selbstverständnis kultureller Identität in Verbindung mit dem Glauben zu bringen. Das war wirklich eine großartige Leistung. Und dafür sind wir wirklich ihm sehr, sehr dankbar. Das Zweite ist, einfach zu sagen, wie er gestorben ist. Er ist in der Schweiz gestorben. Gleich kommt die Frage, ja, warum? Weil er tatsächlich nicht mehr seit langen Jahren in seinem Ursprungsbistum arbeiten konnte, aufgrund vieler Schwierigkeiten vor Ort, und ist dann hierher gekommen, wo er auch viele Arbeiten begleitet hat. Und letzte Woche ging ein Mitbruder zu ihm, der ihm sehr nahe stand, weil man schon befürchtet hat, dass er wahrscheinlich in seinen letzten Tagen lebte. Und ja, er hat dann alles geregelt und gleich darauf ist er dann gestorben. Also diese Woche und nächste Woche werden Trauerfeier stattfinden in Fribourg und dann wird er wahrscheinlich im Kongo, in der Demokratischen Republik Kongo, beigesetzt. Also es ist wirklich ein großer Verlust. Aber er hat nun mal vieles geleistet und jetzt müssen andere die Arbeit weitermachen. Ja. So, zur heutigen Vorlesung. Christlich-muslimische Beziehungen in der Sahelzone. Der Titel ist ein bisschen irreführend, weil es eigentlich nicht so wirklich darum gehen wird, christlich auf der einen Seite und muslimische Sichtweise, Sichtweise auf das jeweilige andere Religion zu betrachten und darzustellen. Es wird eigentlich eine eher Außensicht präsentiert, weil wir bei den zwei nächsten Sitzungen viel eine Innenperspektive einnehmen werden, beziehungsweise mit der Missionsgeschichte, bei der Missionsgeschichte und die Gegenwart christlicher Gemeinschaften in der Sahelzone. Deshalb werden wir in dieser Vorlesung hier eher eine ethische, also eine Sicht von draußen sozusagen auf die christlichen Gemeinschaften eingehen und bei den nächsten zwei Sitzungen dann eine eher Innenperspektive, das bedeutet eine emische Perspektive. Also wir haben beim letzten Mal viel von Identität, seelischer Identität gesprochen. Ein paar Worte hier wird es darum gehen, der Islam in der Sahelzone und seine Beziehung zum Christentum darzustellen, also eine emische Perspektive. Zur Gliederung haben wir zwei Hauptpunkte, die vielen Gesichter des Islam in der Sahelzone und Beziehungen zum Christentum, also eine ethische Perspektive wiederum, dann ein Fazit. Aber zu Beginn wollte ich ein paar Werbung machen. Ich wurde nicht dafür bezahlt, ne? So, war ein Scherz. Aber die Hauptinformationen, die ich heute vortragen werde, werden Sie in diese Länderberichte von Missio wiederfinden.
Religionsfreiheit in Mauretanien, Mali, Niger, Tschad, Eritrea, Nigeria, Burkina Faso. Die gibt es online, wir können die wiederfinden. So, wie gesagt, beim letzten Mal haben wir von der sahelischen Identität gesprochen und wir sind dazu gekommen, festzustellen, dass es eigentlich eine Identität im Werden ist, dass es keine feste Identität, also essentialistisch jetzt verstanden, gibt, sondern eine Identität, die im Entstehen ist, die dabei ist, wieder erfunden zu werden, beziehungsweise erfunden zu werden. Warum? Weil man gemeinsame Herausforderungen, vor gemeinsame Herausforderungen steht. Insofern haben wir sehr viel Gestaltungsmöglichkeit, diese sahelische Identität Konturen zu geben. Ja. Aber wir haben zwar von Identität gesprochen, aber zwei wesentliche Dinge, Themen der Identität überhaupt nicht erwähnt. Es ging um Religion, religiöse Identität und ethnische Identität. Darum wird es jetzt ein bisschen gehen. Heute vielmehr um religiöse und in den nächsten Sitzungen werden wir viel mehr vom ethnischen Aspekt von Identität, also Zugehörigkeit, hören. Die wird sowieso bei allen Vorlesungen präsent, also wir werden schon merken. Also Ethnizität, was meine ich damit, wenn ich sage, dass die ethnische Zugehörigkeit eigentlich überall zu sehen ist oder zu merken sein wird in diesen Vorlesungen? Weil die Ethnizität halt die Vorzugsweise der Zuschreibung ist. Also Verwandtschaft, Verwandtschaftsgeflecht, Verwandtschaftsbeziehungen, Beziehungen zwischen ethnischen Gruppen, das ist nun mal das, was für die Menschen in der Sahelzone wichtiger ist als die Religion überhaupt. Verwandtschaft spielt eine wichtige Rolle und das kommt von den traditionell afrikanischen Religionen her. Erinnern Sie sich, wir haben bei der Einführung schon gesagt, dass die traditionell afrikanischen Religionen Basis, also die Grundlage sowohl des Christentums als auch des Islams sind. Insofern ist das ein wichtiger Aspekt tatsächlich. Verwandtschaft, ethnische Zugehörigkeit spielt eine wichtige Rolle. Und das hilft wiederum, die Gegenüberstellung von Muslimen und Christen ein bisschen abzumildern. Denn wie Amartya Sen sagt, wenn man nur auf eine unserer Identitäten polarisiert bzw. herauskristallisiert, dann ergibt sich immer Konflikte. Denn wir sind ein Netzwerk von Identitäten. Wenn man tatsächlich andere Aspekte unserer Identität je nach Kontext oder je nach Bedarf in den Vordergrund stellt, dann könnte man tatsächlich unnötige Polarisierungen vermeiden. Und darum geht es auch. Es hilft auch, christlich-muslimische Polarisierungen abzumildern. Also wenn man von Religion spricht in der Sahelzone, dann spricht man automatisch vom Islam. Weil der Islam halt die Mehrheitsreligion ist. 75% der Bevölkerung in der ganzen Sahelzone sind Muslime. Ja. Christen bilden nicht mal ein Viertel der Bevölkerung aus. Also nur 17%. Manche sagen sogar 15%. Und bei den 15% gibt es in den Ländern, wo es über 50% geht, dann sind es Länder, die etwas südlicher liegen, etwa im Tschad, also südlichen Teil von Tschad, der ja nicht zur Sahelzone gehört, und ein Teil von Burkina Faso. Die traditionell afrikanischen Religionen bilden nur 13% der Bevölkerung, mit allen anderen etwa kleineren Religionen. Also ein paar Fehler, die man unbedingt vermeiden soll, wenn man von christlich-muslimischen Beziehungen in der Sahelzone spricht, ist die Homogenisierung. Also man sollte nie sagen, ja, die Beziehung zwischen Christen und Muslime in der Sahelzone, das ist so, das stimmt nicht. Denn der Kontext ist vielfältig. Das, was wie die,
die christlich-muslimische Beziehung in der, im Tschad aussieht, das ist ganz anders als im Sudan, im Nachbarland Sudan. Und noch schon ganz, ganz anders als in Mali zum Beispiel. Also jeder Kontext ist anders, also keine Homogenisierung. Es gibt natürlich gemeinsame bzw. Merkmale, Kennzeichen, die man überall findet, aber also bitte keine Homogenisierung. Zwischen Christen und Muslime kann man sagen, bis in den 90er Jahren gab es eigentlich kein Problem als solche. Also die Beziehungen waren eher friedlich in der Sahelzone, eher. Aber seit den 90ern gibt es eine, aufgrund von Radikalisierung auf beider Seiten, auf beiden Seiten der Muslime und auf Seiten der Christen, ist dann zu Problemen gekommen. Also worum geht es, wenn ich von Radikalisierung spreche? Dazu noch mehr noch bald, aber zu Beginn wollen wir zunächst mal die vielen Gesichter des Islams sehen. Weil der Islam ist wirklich unterschiedlich, sieht unterschiedlich aus, je nach Land, je nach Zone auch. Also zum einen, wie kam überhaupt der Islam in Afrika? Denn der Islam ist nicht in Afrika entstanden. Es ist eine Religion, die im Nachbarkontinent sozusagen, in der arabischen Insel hier, entstanden ist. Wie kam der Islam in der Sahelzone? Hier habe ich ein, ja, auf dem Bild können Sie schon sehen, die Richtung, die den Islam eingenommen hat. Der Islam kam in Afrika über Ägypten. Ja, hier sind wir im 8. 9. Jahrhundert. Und bald darauf ist dann der Islam Richtung Nordafrika aus sich ausgebreitet, aber auch Richtung Süd. War aber lange Zeit hier geblieben. Also die unterschiedlichen Erweiterungen bzw. Expansion des Islams. Warum? Weil es ein christliches Königreich hier gab. Nubien. Die nubische und äthiopische Aksum, also hier nördlich, die waren Christen, die haben sozusagen eine Enklave, eine muslimische Enklave hier irgendwie verursacht. Vor langer Zeit konnte der Islam in die Richtung nicht kommen. Deshalb hat sich dann der Islam eher in dieser Richtung erweitert und ist in der Sahelzone vom Westen nach Süden gekommen. Und da, hier sind wir schon im 9., 10. Jahrhundert, 11. Jahrhundert. Und zu gleicher Zeit kam der Islam auch vom Norden hier im Zentrum von Afrika, hier im Herzen Afrikas, wie wir Tschad so schön sagen, hier. Und ja, da sind wir im 11. Jahrhundert, war schon der Islam hier überall hier präsent. Aber es gibt eigentlich mehrere Phasen der Islamisierung dieser Zone. Mehrere Phasen. Wissenschaftler laut viele Wissenschaftler zumindest, nicht alle sind damit einverstanden, aber viele Wissenschaftler sind der Meinung, dass es drei Phasen gab. Bei der ersten Phase, als hier die Berber und die Araber nach Süden, vor allem im Königreich Ghana, eindrungen, da waren die Händler vor allem und auch Wissenschaftler. Die kamen hier, die waren auf Distanz gehalten. Was bedeutet das? Die Königreiche vor Ort gehörten zu traditionell afrikanischen Religionen. Und die wollten gar keine Berührung zum Islam haben. Diese Araber und Berber, die gekommen sind, sind gut fürs Handeln. Also die sind gute Händler, die kommen mit unterschiedlichen Waren und bekommen auch dafür Gold. Und das ist gut fürs Geschäft. Aber das soll auch dabei bleiben. Und das hat lange Zeit gedauert, vom 9. Jahrhundert bis zum 13. Jahrhundert. Da gab es Islam tatsächlich in der Sahelzone, aber Einheimische sind nicht viel ins Islam übergetreten. Das ist die erste Phase.
Dann kam eine zweite Phase der Mischung, wo man tatsächlich die Anführer bzw. die Lieder dieser unterschiedlichen Könige, dieser unterschiedlichen Königreiche selber Muslime geworden sind. Aber der Islam ist halt in der Oberschicht geblieben. Also das bedeutet, der König und seine Leute und vielleicht noch wichtige Eliten aus des Königreichs waren Muslime. Zum Beispiel Mansa Musa, der berühmte Mansa Musa, er war Muslim und seine Umgebung. Aber ob seine Untertanen, ob alle, die in seinem Reich sind, Muslime waren, nee, das bleibt offen. Und dann, auch gerade weil in der Oberschicht viele, also alle Lieder Muslime waren, kam dann im Laufe der Jahre die Notwendigkeit, das Bedürfnis, auch der Islam auch nach innen, also wirklich an der Basis zu erweitern. Und das fing aber erst im 19. Jahrhundert, also ganz nicht weit eigentlich, geschichtlich gesehen, von unserer Zeit. Also erst im 19. Jahrhundert. Und dazu haben vor allem Sufi-Bruderschaften beigetragen. Sufismus ist in dieser Zone schon im 15. Jahrhundert erschienen, weil eben in Nordafrika hier sehr viele Sufi-Bruderschaften kamen und dann allmählich nach Süden eingedrungen sind. Aber im 19. Jahrhundert ist dann die Bruderschaft, die Sufi-Bruderschaft, der Tijaniya vor allem, hat eine wichtige Expansion erlebt. Deshalb muss man wirklich sagen, dass der Islam eigentlich erst im 19. Jahrhundert wiederbelebt, in Afrika wiederbelebt worden ist und sich auch in ganz Afrika expandiert hat. Das klingt ein bisschen komisch, aber ist so. Und das hilft uns auch zu verstehen, warum es viele Probleme zurzeit gibt. Aber mehr dazu gleich. Also vom 19. Jahrhundert bis zum 20. Jahrhundert hinein gab es eine gewisse Wiederbelebung des Islams im Sahel durch Sufi-Bruderschaften, wie ich eben gesagt habe. Aber ein anderer Faktor war auch die Kolonisierung. Die französische Kolonisierung hat die Islamisierung Afrikas befördert. Das klingt jetzt komisch. Ich höre schon, aha. Ja, so komisch es auch klingen mag, ist es tatsächlich der Fall. Warum? Die Franzosen wollten kein zweiter Algerien haben. Also wenn es ein Begriff ist, die Franzosen haben viele Kriege, also vor allem blutige Kriege geführt und das wollten die einfach nicht mehr anderswo haben. Also lieber keine Provokation, ja, mit Muslimen. Denn es geht ja vielmehr darum, es wäre besser, die Muslime zu domestizieren, also zu bezähmen sozusagen, damit die friedlich bleiben, ihre Religion weiter ausüben und ja, sich dem Kolonialstaat unterwerfen. Ist viel besser. Zumal es auch sehr viele Klischees, vor allem Vorurteile gegenüber schwarzafrikanischen Kulturen zu dieser Zeit gab. Aus der Ethnologie lernen wir das tatsächlich, aber auch aus der Geschichte, dass schwarzafrikanische Kulturen südlich der Sahara-Zone als primitive Kulturen wahrgenommen werden. Also primitive Kulturen im Vergleich zu den zivilisierten Muslimen, für Franzosen, französischen Kolonialherren, was ist besser, mit Zivilisierten bzw. mit Muslimen in Kontakt zu bleiben, also die zu favorisieren, als mit den primitiven Schwarzafrikanern. Und aus diesem Grund wurde auch Mission lange Zeit in diesem Gebiet von französischen Kolonialherren verboten. Im Tschad zum Beispiel, aus diesem Grund, fing die Missionierung des Tschad erst Ende der 1920er Jahren. Also relativ spät. Also der Tschad, die Kirche im Tschad
alle Kirchen im Tschad haben nicht mal 100 Jahre Existenz. Aus diesem Grund. Das, so haben es die französischen Kolonialherren gemeint. Aber ist es auch tatsächlich so passiert? Nein, weil die Sufi-Bewegungen eigentlich antikoloniale Bewegungen waren. Antikoloniale Bewegungen waren. Aber nicht gewalttätig, also nicht mit Waffen und so. Durch Arbeit und Gebet. Die Muridia zum Beispiel in Senegal. Arbeit und Gebet sollte ein Widerstandsverhalten sein. Also Arbeit gibt den Menschen also Würde, vor allem Ansehen gegenüber den anderen. Und auch Reichtum. Ja. Und aus diesem Grund reich werden in dieser Sufi-Bewegung ein Gottesgebot ist. Und um reich zu werden, muss man arbeiten. Landwirtschaft ist die Hauptarbeit, war die Hauptarbeit dieser Zeit, aber immerhin. Ja. Und auch das Gebet. Der muslimische Rosenkranz ist so ein Symbol geworden, Widerstandssymbol gegen den Kolonialherrn geworden, französischen Kolonialherrn. Also wenn man Muriden auf der Straße sieht mit ihren Rosenkranz, das muslimische Rosenkranz, ne? Das bedeutet, wir sind gegen euch. Jeder Kolonialherr merkt, wir sind gegen euch. Wir sind nicht damit einverstanden, dass ihr bei uns hier seid. Das war wirklich ein Symbol des Widerstands. Aber über Muriden könnte man viel sagen. Es gibt auch sehr im Internet, würde ich auch vorschlagen, viele Videos und auch Artikel über Muriden in Senegal. Die sind mittlerweile so einflussreich, dass selbst derjenige Politiker, der Präsident werden will in Senegal, der muss gute Verhältnisse zu Muriden haben. Sonst hat er überhaupt keine Chance, Präsident zu werden. Also die Muriden haben mittlerweile einen Staat im Staat aufgebaut. Die sind mächtig, sehr, sehr mächtig geworden durch Arbeit und Gebet. Dann kommt auch die Tijaniya. Also vom Tijaniya wollen wir noch ein paar Worte sagen. Der Begründer heißt Ahmed al-Tijani. Er ist in Algerien geboren, ist dann in Marokko gestorben. Mit 16 Jahren war er schon Mufti. Das bedeutet ein guter Interpret des Koran. Also einer, zu dem man gehen kann, um sich dem Koran erklären zu lassen. Mit 16 Jahren. Mittlerweile hat er den Koran schon auswendig gelernt und so. Also hochintelligent. Dann hat er sein Studium fortgesetzt, und zwar in Marokko. Und zwar gehörte der Maliki-Schule an. Sie wissen ja, dass es vier Hauptschulen im Islam gibt. Und in Nordafrika ist vor allem die Maliki-Schule sehr, sehr präsent, einflussreich. Warum hat er seine Brüderschaft gegründet, obwohl es schon viele andere Sufi-Brüderschaften gab? Eigentlich, weil er eine Vision des Propheten hatte oder haben sollte, der ihm gesagt hat, er soll eine neue Bruderschaft gründen, der sich von den anderen unterscheidet. Und da er ein Gelehrter war, sehr einflussreich und auch sehr angesehen war, ist diese Bruderschaft sehr schnell, gedeiht und expandiert auch in ganz Westafrika, Mauretanien, Mali, Niger, Nigeria, Tschad, bis in den Sudan hinein. Und die Tijaniya ist bis heute eine der wichtigsten Sufi-Bewegungen in der Sahelzone. Also wenn man von Sufismus in Sahelzone spricht und nicht von Tijaniya spricht, dann ist was faul, stimmt was nicht. Die gehören einfach zur Landschaft. Merkmale des Tijaniya.
die wollen eine strenge Befolgung der Sunna, also die Tradition des Propheten und seiner Gefährten folgen. Also neben dem Koran gibt es Sunna und die Hadith, auch die Überlieferungen. Ihsan, genauso wie alle Sufis, ist die Tijaniya-Bewegung bzw. Tariqa, also Bruderschaft, auf innerliches Leben, geistliches Leben orientiert. Gottes Betrachtung spielt im Tijaniya eine wichtige Rolle. Genauso wie im Koran steht, dass man Gott jederzeit gedenken sollte, also sich Gott präsent im eigenen Leib, im eigenen Leben werden soll. Aus diesem Grund wird auch Gott tatsächlich betrachtet, auch innerlich. So, ich würde sagen, genauso wie im Christentum halt. Also eine Meditation, Betrachtung, Gottesbetrachtung, damit Gott Leib wird in uns sozusagen. Ikhlas, Demut, Nächstenliebe und Altruismus spielen auch eine wichtige Rolle. Und das sind so wirklich Kernteile des sufistischen Dschihads. Dschihad im Sufismus bedeutet zunächst mal Kampf mit sich selbst gegen die eigenen Unzulänglichkeiten, gegen die eigenen Schwächen zunächst mal. Und das spielt hier eine unheimlich wichtige Rolle. Also wodurch unterscheiden sich die Tijaniya von den anderen Muslimen? Die beten genauso wie alle anderen Muslimen fünfmal am Tag. Nur nach jedes Gebet muss man diese drei andere Dikr, also Gebete zur Erinnerung oder zur Selbstvergegenwärtigung Gottes gebeten. Zunächst mal Gottes Barmherzigkeit ausrufen. Warum Barmherzigkeit? Weil die Barmherzigkeit für Sufis, aber auch für Tijaniya vor allem, einer der besten Namen Gottes ist. Al-Rahman, der Barmherzige. Das muss man 30 Mal beten. Und dann kommt der Segen über den Propheten, also Mohammed halt. Und das wird 50 Mal gebetet. Und dann die Rezitation des Glaubensbekenntnisses, Shahada, La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, das wird auch 100 Mal gebetet. Und das ist nun mal wichtig für die. Es geht darum, wirklich, indem man das betet oder sogar singt, weil Musik spielt im Sufismus, weil das ja auch eine wichtige Rolle, also im Gegensatz zum allgemeinen Islam. Dadurch wird dann internalisiert, also verinnerlicht. Ja. Also über Tijaniya könnte ich noch vieles sagen. Aber wenn Sie Fragen haben, da könnte ich noch hinzufügen, sonst würde ich weiter. Genau darum geht es. Ja. Natürlich nicht alle fünf. Es gibt strenge Zweige der Tijaniya, die das wirklich auch machen, tatsächlich bei allen fünf Gebeten. Aber in der Regel nimmt man sich viel Zeit am Abend oder eine Zeit, das kann bis eine Stunde dauern. 100 Mal, also wenn man die schnell sagt, dann kann man es auch schnell schaffen, aber das muss ja verinnerlicht werden, muss sich Zeit dafür nehmen. Ja, um Gott gegenwärtig zu machen. Und das kann nun mal Stunden dauern. Und dann gibt es noch spezielle Gebete außerhalb in den wichtigen Zeiten des Ramadan zum Beispiel, und wo die ganze Nacht gebetet wird. Ja, und sehr viele Frömmigkeit orientierte Aktivitäten, also persönliche auch und auch gemeinschaftliche Aktivitäten, liturgische Aktivitäten. Genau. Also das ist einer der wichtigsten Punkte, wo die Geister sich scheiden in der Beziehung zwischen Sufis und
etwa Salafisten oder gängige Mainstream-Islam. Weil die Sufis gehen so weit, dass sie meinen, dass der Mensch Gott wirklich nahe, auch fast fusionell mit Gott kommen kann. Was die anderen sagen, nein, 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 das geht nicht. Also die Allmacht Gottes geht nicht so weit. Also ich meine, nur einer hat es fast geschafft, das ist der Prophet Mohammed. Also außer ihm, da muss man schon aufpassen. Und das ist einer der Orte, wo die sich überhaupt nicht verstehen. Ja. Aber die glauben das. Und ja, unter ihnen auch gibt es einen Bedarf an Dialog, ja, sozusagen. Genau. So, wir haben auch schon von Salafismus und Wahhabismus gesprochen. Ja, seit den 90ern ist der Salafismus ganz stark in der Sahelzone vertreten. Vor allem auch Wahhabismus, die ihnen wirklich sehr nahe steht. Und die wird von Saudi-Arabien gefördert, also finanziell. Also viele Moscheen werden gebaut, Ausbildung, viele Stipendien werden verteilt, also vergeben, damit junge Muslime in Saudi-Arabien, ich habe immer Saudi-Arabien gesagt, sie hat mich korrigiert, Saudi-Arabien, ja, genau. Und die wollen Afrika, also die Sahelzone, re-islamisieren. Weil das, was die Sufi-Bruderschaften gemacht haben, das finden sie nicht islamisch genug, nicht dem Koran entsprechend. Und da gibt es natürlich sehr viele Unterschiede, aber im Großen und Ganzen betrachten sie die Sufi-Bruderschaften als Häresien. Das, was dort gelehrt wird, ist einfach heretisch. Die islamische Gemeinschaft wird als Vorbild der Interpretation des Korans verstanden. Also alles, was danach kommt, okay, ist wichtig, aber nicht so wichtig wie diejenigen, die mit dem Propheten präsent waren, als er die Offenbarung empfangen hat. Und die legen auch Wert darauf, dass Arabisch als Sprache der Muslime erklärt wird. Wobei in Westafrika viele Muslime gar kein Arabisch können. Also in Mali zum Beispiel betet man zwar auf Arabisch, aber im Alltag spricht man auch eigentlich die eigentliche Muttersprache, also Sarakole, Soninke oder was auch immer. Aber hier wird Arabisch als Sprache des Islams verstanden. Und daraus ergibt sich sehr viele Ungenauigkeiten. Zumal man tatsächlich auch Araber hat, die Christen sind. Ja. Und die sind in der Sahelzone präsent. Also da spreche ich nicht nur von den Libanesen, die dort, also zum Beispiel in Burkina Faso, sehr präsent sind. Ich spreche auch von arabischer ethnischer Gruppen, etwa im Nordtschad, die tatsächlich auch zum Christen geworden sind. Also die erste Ordensschwester im Tschad war arabisch, kam aus einer arabischen ethnischen Gruppe. Ja. Insofern klammert man das irgendwie aus. Ja. Und das ist nun mal nicht das, was man sich wünschen würde. Ja. Ablehnung auch der Marabus, also die geistigen Begleiter, die auch in der Sufi-Bewegung so wichtig sind, Marabus, die werden einfach abgelehnt. Heiligenkult gibt es auch, beziehungsweise gegenüber zum Beispiel Ahmed al-Tijani gibt es einen gewissen Kult, der wird als ein Heiliger wahrgenommen. Aber man sagt, also nur Mohammed allein, alle anderen nichts. Selbst Mohammed selber hat sich selber als Sünder bezeichnet. Wie sollte man dann andere, die geringer sind als Mohammed, als Heilige, verehren? Das geht nicht. So,
muss man sagen, dass die Sufis es nicht leicht haben in der ganzen Sahelzone seit den 90er Jahren. Ja. Mit Ausnahme von Senegal. Warum? Weil die Muriden nun dort sehr einflussreich geworden sind. Und es ging so weit, dass politisch gesehen, selbst wenn Saudi-Arabien sich in politische Angelegenheiten in Senegal einmischen will, da kommen die die Muriden in die Öffentlichkeit und ja, sagen, was aus ihrer Sicht Sache ist. Ja, nun wollen wir auch, das ist auch leider ein Gesicht von, ja, von Menschen, die sich als Muslimen vorgeben, ja, islamistische Radikalisierung. Also hier spreche ich zunächst mal von islamistischen, nicht von islamischen, ne, islamistischen Ideologie, von der islamischen Ideologie. Das ist, also die haben einen hegemonialen Anspruch auf Staat und Gesellschaft. Der Staat muss von einem Muslim regiert werden, denn das ist der Wille Gottes. Und deshalb rufen viele nach einem islamischen Staat, nach einem Kalifat, also Boko Haram zum Beispiel im Seechat herum, will ein Kalifat dort errichten, weil meint, ja, hier wird dann der Koran, des Islam wirklich gut erlebt, gelebt. Ja, und also es gibt eine sehr radikale Interpretation von Scharia. Also Scharia sollte man erstmal als eine Grundlage, also für Gesetz verstehen. Also wenn man hier im Westen, also in Europa, in Frankreich, in Deutschland von Scharia hört, dann gehen alle Glocken auf. Ne? Aber normalerweise sollte das nicht so sein. Ja, das ist nur zunächst mal eine geistliche, religiöse Grundlage für Gesetzgebung gemeint, zunächst mal. Aber die haben das wirklich pervertiert, die Islamisten. Und aus diesem Grund wird das leider dann schlecht wahrgenommen. Der Islam wurde auch politisch eingesetzt, islamistische Ideologie wurde auch politisch eingesetzt, und zwar unter den Tuaregs in Mali. Nicht zu Beginn ihrer Unabhängigkeit streben, aber kurz danach haben sie sich mit islamistischen Terrorgruppen zusammengetan und als ideologische Grundlage ihres Kampfes für die Unabhängigkeit ihrer Region, das bedeutet Nordmali, ein Teil von Burkina Faso, ein Teil von Niger, auch so ein riesigen Tuaregs-Staat. Mittlerweile, Gott sei Dank, ist nicht so weit gekommen, aber leider. Dann aus diesem Grund werden auch viele junge Leute radikalisiert. Ich habe mich immer die Frage gestellt, warum man so viele Tschader bei Boko Haram, also in dieser Boko Haram Terrorgruppe wiederfindet. Wenn man genauer hinschaut, da sind es tatsächlich junge Leute, die aussichtslos sind, keine Zukunft für sich sehen. Die meinen, okay, bei diesen Leuten kriege ich etwas Geld, finanzielle Unterstützung. Und die gehen dorthin, was bedeutet das schon, einige, ja, Gedanken zu akzeptieren und an Geld zu kommen. So weit geht, kann manchmal die Armut gehen, ja. So weit. Ja, und hier, also es gibt auch äußerliche Zeichen, bei denen man tatsächlich sieht, dass ein junger Mann sich radikalisiert. In der Regel gibt es eine gewisse, in der ganzen Sahelzone anerkannte oder ja, normale Art und Weise, sich zu, ja, zu bekleiden. Das sind so diese Jalaba, ja, ganz hoch, und mit Turban. Ja, und ja, das ist so ungefähr. Es gibt auch diese große, also wirklich majestätische, ja, ja, Gewänder. Das ist ganz normal. Aber plötzlich tauchen junge Leute mit langen Bärten, sehr lange Bärten,
mit weißen Gewänder und mit kurzen Hosenbeinen. Und bei Frauen, die normalerweise nur einfach mit Schleier rumlaufen, die werden dann gezwungen, Hijab zu tragen. Das ist leider so. Und ja, man vergibt dann viele Stipendien nach Saudi-Arabien oder Ägypten oder Sudan auch, um einfach eine gewisse Interpretation von Koran zu lernen und damit die dann zurückkommen und andere Leute wieder radikalisieren. Das ist leider auch ein Gesicht des Islams mittlerweile geworden in der Sahelzone. So, das sind so die verschiedenen Gesichter des Islams. Haben Sie Fragen dazu? Also wir haben vieles gesehen. Ja, bitte. Weil das zunächst mal ja eine Zukunft bietet. Ja, man ist da, man hat vielleicht ein Abitur, ein BAC, wie man sagt, in der Sahelzone, in frankophonen Sahelzone. Und dann hat man die Chance, noch mal weiter zu studieren. Aber meistens ist es so, dass man zunächst mal Arabisch und den Koran lernen muss. Und das wird meistens an Muslimen gegeben oder auch an Christen, die Muslime werden wollen. Das ist kein Thema. Selbst, also man kann dann dort Muslim werden, das ist kein Thema. Es gibt aber auch andere Stipendien, mit denen, nachdem man die arabische Sprache erlernt hat und Islam, den Koran auch erlernt hat und die Hadith und so und weiter, dann noch mal auf eine gewisse Wissenschaft kommt. Also wirklich genauso wie in den Unis hier. Aber das ist wirklich religiös orientiert, also auch mit religiösen Motiven vergeben. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ja, du hast jetzt ein Stipendium, um weiter zu studieren, einfach, was du willst. Nee, du kannst schon in manchen Fällen studieren, was du willst, aber davor musst du Arabisch lernen, das ist normal, das ist eine Sprache, aber auch den Koran lernen. Und der Unterschied zwischen Arabisch und Koran, das wird bei den vor allem den wirklich sehr strengen und radikalisierten nicht so ganz auseinandergehalten. Die Sufis haben immer Schwierigkeiten gehabt mit dem Mainstream Islam seit Beginn, 8. 9. Jahrhundert, weil sie sehr auf Innerlichkeit orientiert sind und das Äußerliche des Gesetzes, was auch im Koran steht, nicht so stark betonen. Und damit hat man natürlich ein Problem, weil Sie wissen ja, im Islam spielt der Koran eine wichtige Rolle. Der Koran ist das Wort Gottes. Ja? Und das kann man nicht einfach so relativieren, indem man sagt, ja, Gott kann ich auch im Gebet alleine in mir finden. Nee, das Wort Gottes steht im Koran. Ja. Also da fing schon an. Und dann kamen noch alle diese Musiksachen und diese ja, Dinge, die eigentlich komisch, merkwürdig klingen würden. Aber mittlerweile sind viele Sufi-Bewegungen anerkannt worden. Aber es bleibt immer noch innerhalb, weil der Islam ist nicht so homogen. Es gibt Strömungen, Zweigen des Islams, die wiederum mit anderen Zweigen nicht einverstanden sind und so. Also genauso wie im Christentum halt. Es ist eine Vielschichtigkeit und daraus dann ergibt sich diese kleine Reibungen innerhalb des Islams. Aber bis heute sind die Sufis zumindest in der Sahelzone von den übrigen Leuten gut angesehen und eher die Salafisten und Wahhabiten werden eher mit Skepsis wahrgenommen. Es geht so weit, dass sogar in der islamischen Verein im Tschad es zu einem wichtigen dieses Problem unter Muslimen kam, als man den neuen Imam wählen sollte. Also die Salafis und die Wahhabiten haben alles darauf gesetzt, damit einer von ihren Imam wird.
Aber alle andere Sufi-Brüderschaften, obwohl sie sich überhaupt nicht gut verstanden haben, haben sich zusammengetan. Die haben gesagt, bloß nicht einer von denen. Alle anderen können wir akzeptieren, bloß nicht einer von denen. Also innerhalb des Islams gibt es wirklich auch große Reibungen. Also man sollte den Islam nicht als eine homogene Sache sehen. Und das hilft wirklich sehr, auch gelassener mit Muslimen umzugehen. Also, Frauen sind auch, klar, eingeladen. Ich kenne sogar Leute, die tatsächlich diese Stipendien, Frauen, ne? Die spenden, aber hauptsächlich, weil es vor allem in der Sahelzone eine sehr patriarchale Gesellschaft ist, werden Männer bevorzugt. Aber Frauen gehen auch in die Tochter. Ja, aber eben, die Erfahrung, die dort lernen, geht in die Richtung eben. Dass sie die Stütze ihrer Männer werden, der Imame werden und alles so in die Richtung. Weil eben, die sind diejenigen, die Kinder aufziehen und erziehen. Und die müssen auch irgendwie... Okay, also nur zu Sufismus nochmal. Sufismus ist nicht in Afrika entstanden, es ist in der arabischen Welt. Vor allem auch ein wichtiger Ort der Entstehung des Sufi ist der persische Welt. Also das hat schon eine breitere, interkulturelle, würde ich sagen, Bandbreite. Und dann ist erst im 15. Jahrhundert in der Sahelzone gekommen, in Nordafrika schon länger. So, jetzt wollte ich doch noch einmal auf die Beziehungen von, also wie wir die Christen, Beziehung christlich-muslimische Beziehung von außen sehen, also eine ethische Perspektive. Also die emische Perspektive werden wir in den letzten Sitzungen sehen. Wie werden christliche Gemeinschaften angesehen? Das ist eine aktive Minderheit. Eine Minderheit aber, die aktiv ist. Bibelübersetzung, klar. Aber auch Förderung der einheimischen Sprachen. Vor allem in der evangelischen Kirche spielt das eine wichtige Rolle. Viele afrikanische Sprachen in der Sahelzone wurden von den Kirchen sozusagen entwickelt, weil man dann eine schriftliche Fassung dieser Sprache, also die Schrift halt erfunden hat. Und das ist nun mal wichtig, auch, das wird auch von Muslimen, von allen eigentlich anerkannt. Und die Christen, obgleich sie eine Minderheit bilden, sind sie sehr einflussreich im Staatsapparat. Warum? Weil sie in die französische bzw. englische Schule gingen und also vorbereitet waren, im modernen Staat zu arbeiten oder den modernen Staat sogar zu leiten. Ein Beispiel, ein berühmtes Beispiel ist der senegalesische Präsident, Léopold Sédar Senghor. Er ist ein Katholik und war der erste Präsident in einem Land, wo es über 90% Muslime gibt und war sehr beliebt. Das bedeutet, dass tatsächlich die Christen wirklich sehr einflussreich sind. Das kann man auch in Burkina Faso sehen, im Tschad auch. Der erste Präsident im Tschad war ein Christ. Aus dem Süden. Über Mediensendungen haben viele Christen auch Ansehen in der Gesellschaft. Aber trotzdem wird das Christentum als Religion der Fremden wahrgenommen. Aus einem einfachen Grund. Der Islam war schon da, seit langem. Selbst wenn nicht alle Muslime waren von Anfang an, also seit dem 9. Jahrhundert, gehört dem Islam zur Landschaft einfach. Und wenn man als Christ dort auftaucht, dann wird man tatsächlich als ein Fremder wahrgenommen, und zwar als ein Verräter. Das ist jetzt vor dem Hintergrund der Kolonialzeit, wo tatsächlich gegen die Kolonialherren kämpfen, bedeutete auch gegen die Christen kämpfen, weil die Kolonialherren waren Christen und
Die anderen waren halt Muslime. Und aus diesem Grund eben war der Tijaniya sehr wichtig für die antikoloniale Bewegungen. Also bis heute werden Christen als dem Westen nahestehende Leute wahrgenommen. Also wenn man für seine eigene Unabhängigkeit kämpfen will, dann stellt man nicht unbedingt Christen in den Vordergrund. Nicht unbedingt. Weil die Widerstandsbewegungen in der ganzen Sahelzone wurde hauptsächlich von Muslimen betrieben. Also die Lumumba und so, die gehören zu etwas südlicher schon. Also in der Sahelzone der Islam gehört zur Landschaft einfach und die Christen noch nicht ganz, sozusagen. Aber der Islam und der Staat hat gute Beziehungen zu Kirchen, zur katholischen Kirche und zur etablierten Kirche. Also damit meine ich jetzt die lutherische Kirche, die evangelische Kirche. Aber es gibt schwierige Beziehungen zu den Pfingstlern, also zu den Pfingstkirchen, zu den Pentekostalen. Dazu gleich noch mehr. Ich wollte vorab noch dieses Bild zeigen von einem Gottesdienst im Tschad. Also wenn Sie mal zu Besuch in den Tschad kommen, dann werde ich Sie zu einem Gottesdienst einladen und ihr werdet viele ähnliche Gesichter sehen. Das ist beim Gottesdienst jetzt, viele junge Leute, also die Mehrheit sind junge Leute, beim Gottesdienst, normal, also bevölkerungsmäßig gibt es viel mehr Junge als Ältere. Genau. Nur damit Sie einen Eindruck davon haben, was eine Minderheit in der Sahelzone ist. Wenn man von Beziehungen spricht, dann spricht man auch von Dialog. Also Beziehung ist zunächst mal Dialog. Und die katholische Kirche hat unterschiedliche Sorten von Dialog hervorgearbeitet, vor allem im Dokument Dialog und Verkündigung des päpstlichen Rates für interreligiösen Dialog. Dialog gibt es schon im Alltag. Dann gibt es auch Dialog der Werke, in dem man zusammenarbeitet für eine gerechte Sache zum Beispiel oder in einer Struktur. Auf Expertenniveau auch, also unter Wissenschaftlern, gibt es auch einen Dialog, kann es auch so einen interreligiösen Dialog kommen, aber auch auf geistlicher Ebene. Also als Muslim und als Christ kann man tatsächlich sich wiederfinden in der Spiritualität. Das haben wir schon ein bisschen gemerkt mit dem Sufismus. Ja. Da fühlt man sich schon sehr nah als Christ, ne, dazu. Aber ich wollte auch ein paar Formen des Dialogs aus dem afrikanischen Kontext vorstellen. Zwei, die sehr bekannt sind. Also wenn Sie von Konfliktprävention oder von Dialog in Afrika hören, dann wird man immer von Parenté-Plaisanterie sprechen und vom Palaverbau. Parenté-Plaisanterie, das habe ich so übersetzt, aber ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Humorverwandtschaft. Können Sie sich etwas darunter vorstellen? Nicht. Also, worum geht es eigentlich? Es geht darum, also es ist erlaubt in diesen Beziehungen, in gewissen Verwandtschaftsbeziehungen, verbal brutal, also gewalttätig sozusagen, gegenüber einer anderen zu gehen. Also man kann schimpfen und alles Mögliche tun, aber er muss das als Scherz wahrnehmen. Warum? Das hilft dann sozusagen, die eigene Wut sozusagen zum Ausdruck zu bringen, aber ohne Konsequenzen. Und das hilft unheimlich in Prävention von Konflikten. In der Familie zunächst mal. Also in der Familie zum Beispiel bei Beerdigungen, Trauer gibt es immer Probleme. Und da haben viele afrikanische, also dieser Sahelzone, Traditionen, ich erzähle mal einfach, was in meinem Fall passiert ist. Dann werden Sie schon verstehen. Als mein Vater verstarb,
kamen Cousins von mir zur Beerdigung. Also wir haben drei, für Männer gibt es 3 Tage Trauer. Und nach der Beerdigung hat sich ein Cousin genauso bekleidet, der mein Vater sehr ähnlich aussah, genauso bekleidet wie mein Vater, ist gelaufen, genauso wie mein Vater, im Dunkeln, und ist dann plötzlich unter uns erschienen. Da waren natürlich alle erschrocken, denn wenn man meinte, ja, der Verstorbene ist wieder da, ist ein Geist oder wie? Es ist ihm erlaubt, das zu machen. Und alle haben gelacht und wir müssen auch lachen, weil das hilft, die Trauer sozusagen zu überwinden. Nicht jeder darf das machen, nur der Cousin. Das ist innerhalb der Verwandtschaft. Also das ist eine Art Konflikt schon vorab zu prävenieren, weil man meint, weil man sagt, mit meinem Cousin kann es überhaupt kein Problem, weil es ist ihm alles erlaubt. Und es gibt es auch tatsächlich solche Beziehungen zwischen ethnischen Gruppen. Es gibt gewisse Allianzen, interethnische Allianzen, die dazu führen, dass es kein Krieg zwischen 2 ethnischen Gruppen geben kann, weil sie Alliierten sind. Also wenn ein Mensch aus einer ethnischen Gruppe sich in eine andere ethnische Gruppe, mit der sie in Allianz sind, falsch benommen hat und man ihn verprügelt hat oder so, dann wird es nie zu einem interethnischen Kampf kommen, weil es tatsächlich eine Allianz zwischen den beiden gibt. Und diese Allianzen, diese Bündnisse werden auch mit Mythen befestigt. Also man hat zum Beispiel, ja, der Vorfahre einer gewissen ethnischen Gruppe war der Freund vom anderen, vom Begründer des anderen. Also solche Dinge, solche Sachen, die man auch im Alten Testament auch vorfindet. Ja. Und das spielt eine unglaublich wichtige Rolle im Konfliktprävention. Und das fördert auch sozialer Zusammenhalt. Palaverbaum. Auch hier, es ist eigentlich eine traditionelle Institution für Gerechtigkeit, also ein Gericht halt, aber ein Gericht, bei dem alle sich zu Wort melden können. Also es basiert auf freie Wortmeldung in Gemeinschaft. Wenn es einen Konflikt zwischen 2 Mitgliedern der Gesellschaft, dieser Gesellschaft gibt, dann kommen die alle unter dem Palaverbaum und die Ältesten sitzen da, alle anderen auch und jeder darf sich zu Wort melden. Jeder. Im Anschluss geht es darum, ja, die eigenen Bräuche wertzuschätzen, weil das Urteil wird ja gefällt auf der Basis der Bräuche. Es gibt ja keine anderen Gesetze, also mittlerweile schon, also ich meine im modernen Staat schon, aber im Dorf, wo die Justiz eigentlich ganz weit weg ist und man traditionell die Sache regeln will, dann gibt es da tatsächlich darum, die eigenen Bräuche auch wertzuschätzen, denn auf dieser Grundlage werden dann sensibilisiert, also wird dann ein Urteil gefällt. Und Verurteilungen sind endgültig. Es gibt kein zweiter oder dritter, wie heißt das noch, auf Appell, wieder Instanz, ja. Es gibt nur eine. Und das Schlimmste, was man da als Strafe bekommen kann, ist die Verbannung. Ansonsten legt man alles und immer Wert drauf, dass die im Konflikt stehenden Menschen sich versöhnen, anstatt die zu bestrafen. Also wenn derjenige, der sich schuldig gemacht hat, seine Schuld tatsächlich auch anerkennt und um Vergebung bittet, dann hat er sozusagen die Harmonie in der Gesellschaft wiederhergestellt. Und dann wird er wieder eingeführt durch Riten und so in normalen gesellschaftlichen Leben. Das funktioniert aber im Kleinen sehr gut. Das wollte man auch im Großen, vor allem nach dem Genozid in Ruanda, einführen. Es gibt geteilte Meinungen dazu, aber hat irgendwie schon funktioniert. Und in Südafrika mit Desmond Tutu hat man auch diesen Versöhnungsprozess auch eingeleitet, teilweise auch unter der Inspiration
dieser traditionellen Konfliktlösung. So, also ich wollte das hinzufügen neben den, den Dialogsformen, die wir kennen, aber ich werde mich erst daran halten. Ja. Jetzt werde ich jetzt nicht christlich-muslimische Beziehungen anhand von Pallava Baum oder so weiterführen. Also kommen wir zurück zum Dialog im Alltag und ich bevorzuge Beziehungen im Alltag. Wie halten wir zusammen im Alltag Christen und Muslime? Wie gesagt, es ist schon mehrfach geklungen, Verwandtschaft zuerst, ob man Christ ist oder Muslim ist, spielt zunächst mal die Verwandtschaft eine wichtige Rolle. Also in einer Familie kann man tatsächlich Leute finden, die Muslime sind, Christen sind oder zu traditionellen afrikanischen Religionen gehören. In der gleichen Familie. Also das ist überhaupt nicht ein Problem. Und auch, die wohnen zusammen, ja, im gleichen Stadtviertel. In Mali wird man Christen in Stadtvierteln von Muslimen finden und das ist einfach normal so. Ja. Und man lädt sich gegenseitig ein zu muslimischer oder christlicher Feier und Kinder sind diejenigen, die am glücklichsten sind, weil die Zahl der Feier dann höher wird. Ne? Also es gibt nicht nur Weihnachten und Ostern, sondern auch Ramadan dazu und ja, alle andere Tabaski und alle andere Feier. Das gehört einfach dazu. Ja. Bei Schulen und Sozialeinrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäuser, sind Muslimen auch präsent, die kommen auch und die sind auch, also die offen, ne? Christliche Einrichtungen sind offen und Muslime schätzen das sehr. Das sind Orte, wo wirklich man sich gut versteht. Ja, hier ist zum Beispiel eine Schule. Ja, das ist im Tschad. Das wurde von Missio gemacht, 2009. Ein Besuch vom Erzbischof Schick, glaube ich, ne? Für Interreligiös. Von Bamberg, ja, genau. 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 So. Der ist ein Christ, ein Priester, aber wahrscheinlich sitzt ein Muslim dahinter noch. Also alle zusammen. Aber es gibt auch schlechte Nachrichten, also Konfliktfelder in Alltagsbeziehungen, sehr viele, leider. Dass ein Christ Moslem wird, ist einigermaßen okay. Aber dass ein Moslem Christ wird, er wird wirklich unter Druck gesetzt. Er kann nicht einfach so Christ werden. Im Zentrum des Tschads zum Beispiel, in Mongo, gibt es eine kleine Gemeinschaft von Christen, die unter Verwandten leben, aber sobald sie ja, Christen werden, also wirklich auch sich als Christen outen sozusagen, ja, dann wird es schwierig. Es wird dann schwieriger, an also Jobs zu kommen, Stellen zu haben. Also, aber das Leben ist viel wichtiger, wenn man einfach Muslim bleibt. Und auch bei Eheschließungen Druck zum Übertritt in Islam. Aber hier muss man sagen, dass in Mali und Burkina Faso nicht der Fall ist. Im Tschad, Niger, Mauritanien, Mali, Sudan, ist der Druck schon hoch. Ja. Bei Männern ist okay noch, aber wenn ein Moslem eine Frau also heiratet, die muss Muslim werden. Es gibt auch Fernsehprogramme, zum Beispiel im Tschad oder auch in anderen Ländern wie Niger, wo islamische Fernsehprogramme Vorrang haben einfach. Und es gibt tatsächlich auch im Tschad Schlachthäuser, damit man halal ist, werden nur Moslems in diese Schlachthäuser ja, eingestellt. Kein Christ darf dort arbeiten. Ja, und bei den bei der fälschlichen Abbildung des Propheten Mohammeds, das hat natürlich sehr viele Unruhen auf der ganzen Welt geführt. Charlie Hebdo, aber auch in Dänemark, glaube ich, oder in Finnland war das? Frankreich ja auch vor allem, ja. In Dänemark auch, genau. Karikaturen, ja, genau. Genau, ja, ja. Das hat wirklich sehr viele Unruhe dort gebracht. Aus Unwissenheit eigentlich. Viele Christen wurden ermordet, auch unter den Priester und Ordensfrauen.
und Kirchen und kirchliche Einrichtungen verbrannt. Entführungen und Geiselnahmen gibt es auch bis heute von Christen, aber auch von Muslimen durch Muslime. Hinrichtungen, Massenhinrichtungen gab es auch in Mali. Ich habe mal ein Video gesehen. Ich weiß nicht, wie ich die Kraft gehabt habe, bis zum Ende zu sehen. Man hat Menschen einfach so geschlachtet, genauso wie Kühe, ja, und in einem, ja, ein Loch, das ist einfach nicht zu fassen. Also das gibt es leider auch, das gibt es leider auch. Und die behaupten sich, Muslime zu werden, ne? Also man weiß ja ganz genau, das sind einfach nur Terroristen. Ja, und die sesshaft nomaden Konflikte, die immer wieder kommt, wird vor allem in einigen Ländern, vor allem in Tschad und in Niger auch teilweise, als ein Christen-Muslime-s Problem bezeichnet. Obwohl es da nicht der Fall ist. Es geht nur darum, Zugang zu den Ressourcen zu haben, zu Böden, ja, reichen Böden. Aber ich wollte eine ganze Folie darüber machen, aber vielleicht würden wir noch Zeit dazu kommen. Ja, ich habe einen Artikel darüber geschrieben, was der Chat angeht. Und zurzeit gibt es sehr viele Doktorarbeiten, die diese Konflikt nochmal gut forschen wollen. Heute habe ich sehr viel geredet. Also selbst wenn wir nicht fertig sind, werden wir beim nächsten Mal weitermachen. So, das war Dialog im Alltag. Jetzt wollen wir Dialog der Werke bzw. auf Ebene der Strukturen jetzt eingehen. Zunächst mal Allgemeines. Religionsfreiheit, Freiheit in Tschad, Niger, Mali, Senegal, Gambia, Nigeria ist vorhanden. Das sind Länder, bei denen man Christ sein kann, in aller Ruhe, in aller Freiheit. Das ist gar kein Problem. Aber es gibt leider viele Hürden auf christlicher Seite. Also Sie merken, hier habe ich nicht von Burkina Faso gesprochen. Burkina Faso ist wirklich eine Ausnahme sozusagen. In Teilen von Mali auch, muss man hinzufügen. Also Mauretanien und Sudan überhaupt nicht. Auf die werden wir noch zurückkommen. Sahelländer sind in der Regel Mitglieder islamischer und arabischer Organisationen, denn es gibt Araber in der Sahelzone. Also der ehemalige Präsident von Niger ist ein Araber. Und im Nordtschad hat man Araber. Es gibt tatsächlich Araber, die nicht so schwarz sind wie ich, aber schon, also hellhäutiger und die arabischer Abstammung sind. Ja, also mit glatten Haaren und so gibt es schon. Ja. Also unser Außenminister zum Beispiel, man würde ihn als ein Libyer, aber er ist ein Tschader, ja, gibt es auch. Also eine große Mischung gibt es. 5 bis 15% Araber im Tschad zum Beispiel, in den anderen Ländern wahrscheinlich weniger, in Sudan sehr viele, mehr noch. Ja. Dann gibt es auch Strukturen, staatliche Strukturen zur Beobachtung des religiösen Phänomens. Also es ist jetzt nicht so, dass man willkürlich jetzt macht, das machen will, kann, was man will. Der Staat reguliert schon die Dinge. Also staatliche Beobachtung und Regulierung religiöser Phänomene. Aber der Konfliktfeld bleibt, sowohl das Christentum als auch den Islam haben Anspruch auf, ja, wir wollen Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. So, Zusammenhalt zunächst mal, also die gute Seite der Beziehungen strukturell. Viele dieser Länder, mit Ausnahme von Mauretanien und Sudan, sind laizistische Republiken. Das bedeutet, dass alle Religionen anerkannt werden. Und es gibt auch Abkommen über den Status vieler christlicher Schulen. Und der Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden wird auf beiden Seiten wirklich auch getragen, zusammengetragen. Das sieht man vor allem bei politischen Problemen. In der Opposition, etwa in Tschad, gibt es Christen und Muslime, die zusammenarbeiten. Und auch in der Regierung, Christen und Muslime. Das Gleiche gilt auch für Burkina Faso.
Und alle, ob Christen oder Muslime, sind solidarisch gegen Islamisten. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass die Muslime unbedingt für den islamistischen Terrorismus sind. Die sind die ersten Opfer eigentlich. Wenn man die Zahlen der ermordeten Menschen zusammenzählt, dann wird man merken, dass es viel mehr Muslime an islamistischer Terrorismus gestorben sind in der Sahelzone als Christen. Ja, das muss man auch wirklich im Klartext sagen. Deswegen sind die auch solidarisch zusammen unterwegs. Aber eines, das alle zusammenbindet, ist die anti-westliche Stimmungmache. Also der böse Kolonialist oder Postkolonialist, gegen ihn sind Christen sowohl als auch Muslime zusammen. Das werden wir noch ganz deutlicher sehen in der Vorlesung zum postkoloniale und panafrikanische Diskurse bzw. Kritik. Also es geht so weit, dass selbst unser Familiengesetz in Tschad, aber auch in Mali, glaube ich, bis heute nicht verabschiedet wurde, weil das als zu westlich wahrgenommen wird. Also das traditionelle Familienverständnis wird, man will das also rein konservativ, ne, behalten, also Vater, Mutter, Kinder, alles andere ist nichts von uns. Und auch die Autorität in der Familie, das hat nun mal der Mann. Der Mann ist der Chef der Familie, das kann überhaupt nicht anders sein. Weil es Anspielungen an Änderungen gab in diesem Gesetz, Familiengesetz, bis heute wurde das nicht verabschiedet. Jetzt müssen wir leider auch mit Konflikten. Es gibt nach wie vor Spannungen zwischen dem juristischen Rahmen und der Realität. Ja. Gemäß des Gesetzes gibt es tatsächlich Religionsfreiheit, aber in der Realität sieht man, dass selbst der Staat Diskriminierung verursacht in manchen Ländern. Also es gibt Parlamentarier, etwa im Tschad oder in Mali, auch in Niger, die zu einem islamischen Staat ausgerufen haben. Und zwar, obwohl es einen großen Anteil an Christen dort gibt. Einführung von Scharia in die Verfassung von nordnigerianischen Staaten, das geht noch einigermaßen, weil die Mehrheit der Bevölkerung dort Altmuslime sind. Das geht einigermaßen noch. Aber ganz die Staaten, die an diesen nördlichen Staaten grenzen, bei denen gibt es sehr viele Probleme. Und aus dieser Region um Jos, es ist eine Stadt im Zentrum, Nordzentrum von Nigeria, dort gibt es sehr viele tatsächlich Kirchenverbrennungen und so weiter. Es gibt leider auch Parlamentarier und Politiker, die eine Errichtung von Kalifaten wollen und den Grundsatz des laizistischen Staats überhaupt ablehnen, also Trennung von Staat und Religion. So, jetzt habe ich viel geredet. Heute haben wir es nicht geschafft. Es gibt noch einiges zu sagen. Ich möchte jetzt nicht so schnell weiter. Da es schon Zeit ist, würde ich vorschlagen, dass wir das dabei behalten und beim nächsten Mal dann weitermachen. Und zwar ganz schnell, damit wir auch über die Mission was sagen. Geht das so? Okay.